Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, erstmal muss ich mich entschuldigen, weil jetzt irgendwie wieder anderthalb Wochen nichts kam. Aber Leute, ich habe eine Klausur geschrieben und ich habe das ganze Wochenende dafür gelernt. Wirklich, ich weiß echt nicht, wie oft ich den Satz gehört habe. Du lernst an einem Samstag? Ja Leute, ich habe tatsächlich an einem Samstag gelernt und auch sogar um 1 Uhr morgens oder so. An sich lief die Klausur ganz gut, also ich habe so hart reingeschissen, Alter. Ich bin gerade sowas von müde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich gönne mir seit einer Zeit morgens immer Kaffee und das ist wirklich das Hilfreichste, was es gibt. Kaffee schmeckt eigentlich richtig eklig, finde ich. Aber ich mache da immer ein bisschen Milch und Zucker rein. Und dann läuft das Ganze auch schon. Da ist Zucker drin. Und ja, Leute, ich wollte übrigens noch sagen. Ha, ich hätte es fast vergessen. Und zwar, ich drehe das Video hier gerade mit der Rolex. Und Jungs, ich bitte euch. Denkt jetzt einfach bitte nicht, dass ich mich irgendwie cool fühlen will oder so. Jetzt mal ohne Spaß, ich sollte damit aufhören. Ich habe gerade in meiner Handyhülle gesehen, dass ich keinen Notfallfünfer mehr habe. So, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist ein Notfallfünfer? Und das kann ich euch ganz einfach erklären. Ihr müsst jetzt auch ganz genau aufpassen, weil das ist ein bisschen schwer, das zu verstehen. Das ist ein 5-Euro-Schein für Notfälle. Und ich habe meine Notfallfünfer bis jetzt sehr oft eingesetzt. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es eigentlich wirklich ziemlich schlimme Notfälle waren. Ich war damit bis jetzt nur Döner essen. Mir ist auch aufgefallen, ich sollte mal aufhören, mich so oft von irgendwie Fastfood um so zu ernähren. Damit man das machen kann, muss man natürlich kochen können. Und ich kann an sich kochen, also das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und ich kann eigentlich schon ganz gut kochen, also ich kann schon Fertigpizza machen. Jetzt, wo wir schon mal beim Thema sind, wenn ihr Fertigpizza machen könnt, dann liked auf jeden Fall dieses Video. Ich mein's ernst, Leute, tut es einfach. Okay, Leute, wie wir alle wissen, ist ja bald Weihnachten. Und bei mir dauert's halt immer ein bisschen mit der Weihnachtsstimmung. Deswegen wollte ich das Ganze mal mit einem Video ein bisschen aufpeppen. Und es gibt eigentlich ziemlich viele Sachen, die für gute Weihnachtsstimmung sorgen. Zum Beispiel die Serie, die kennt ihr alle hundertprozentig, Weihnachtsmann und KKG. Wenn ich mal recht überlege, ist es eigentlich auch so das Einzige. Und ich sag euch jetzt mal ein paar kleine Tipps, die bei euch und eurer Familie auf jeden Fall für eine gute Weihnachtsstimmung sorgen. Wie ich am Anfang schon gesagt habt, gönnt euch auf jeden Fall jeden Tag eine neue Folge von Weihnachtsmann und KKG. Die Serie ist richtig geil, ich feiere die extrem, aber was ihr nie machen dürft ist, ihr dürft euch auf gar keinen Fall in die Serie so krass reinsteigern. Der zweite Tipp, ihr müsst auf jeden Fall immer bewaffnet sein. Also wirklich immer. Was hat das mit Weihnachten zu tun, Mann? Weil ihr wisst ja bestimmt, an Weihnachten sind richtig viele Diebe unterwegs und wenn mal jemand bei euch ist, müsst ihr euch auf jeden Fall gut verteidigen können. Bruh. Was geht? Arvin, Bruder, alles klar? Oh mein Gott, nein. Weihnachtsmann und KKG fängt gleich an. Ja gut, kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Und zwar, wenn ihr Ausländer seid und auch dieses Weihnachtsfeeling haben wollt, dann müsst ihr euch natürlich richtig gut integrieren. Also Integration ist wirklich das A und O. Und am besten kann man das zum Beispiel durch Social Media Plattformen machen, wie zum Beispiel Snapchat. Wenn wir schon bei Snapchat sind, addet mich einfach dort. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Sekunden Zeit. Okay, wisst ihr was? Wir machen es anders. Okay, kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Und zwar müsst ihr das Weihnachtsfeeling den ganzen Tag lang haben. Am besten schon direkt beim Aufstehen. Okay, das waren mal wieder richtig gute Tipps, finde ich. Da muss ich mir nochmal selbst auf die Schulter klopfen. Okay, mach ich nach dem Video. Und keine Angst, Jungs, ich wache normalerweise echt nicht so auf. Ich wache eigentlich immer ganz anders auf. Ist klar? Also Leute, wenn ihr nicht wollt, dass mit euch das passiert, was gerade mit meinem Kumpel passiert ist, dann würde ich auf jeden Fall das Video hier liken. Edit mich auch auf Snapchat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video und es ist wie Spiegeln. Man sieht sich.